Herzlich willkommen zur härtesten Challenge seit Ragnarök. Und selbst Ragnarök war, glaube ich, nicht so schwer. Es ist Sons of Iron 4 mit Ihnen hier, meine Damen. In der letzten Folge haben wir es zumindest mal geschafft, diesen ätzenden, perversen Bürgerkrieg zu beenden. Jetzt kommen die Inder und wollen die Nepalesen erobern. Nepal. Aber die wehren sich natürlich, wie wir hier sehen. Aber immerhin haben wir in der Zwischenzeit eine kleine Luftwaffe aufgebaut. Und mit dieser Luftwaffe, da juckt es mich gleich ganz überall vor Freude, mit dieser Luftwaffe werden wir jetzt dann quasi versuchen, das Schlachtenglück auf unsere Seite zu wenden. Hauptproblem ist eigentlich nach wie vor, das ist übrigens relativ nice, by the way, Berggeschützartillerie. Klingt einfach nice. Muss ich sagen, klingt nice. Okay. Wir haben keine Konvois, das ist übrigens ein Problem. Falls ich es nicht schon gesagt habe. Ja. Industrie können wir noch auf Stufe 4 hauen. Also ihr merkt auch wirklich, jeder Kampf hier ist wirklich aufs Erbitterste. Wirklich, wirklich, da geht's auch um jeden Millimeter Land geht's hier. Das ist wirklich hier, da schenkt man sich so gar nichts. Das machen wir noch mit rein, synthetische Raffinerien und so, dies, das, Ananas, keine Ahnung. Eine Provinz ohne Einheiten? Warum geht dann da keiner hin, wenn da keine Einheiten sind? Mal so rein Interesse habe gefragt, wofür habe ich denn hier meine Heeresleitung? Na schau, der ist auch relativ positiver Dinge, der Kollege. Mal gucken, was da so möglich ist. Mit China sind wir glücklicherweise nicht im Krieg. Ah, die sind tot, sehr gut. Damit schrumpft Nepals Front aufs Kleinste zusammen. Und was wir jetzt dann machen werden, ist, wir werden dann mit all unseren Truppen die Hauptstadt erobern. Dann sollte das mit Nepal gewesen sein. Tibet ist das nächste Ziel. Das Problem mit Tibet ist, um da gescheit vorbeizukommen, sollten wir auf alle Fälle zuerst Bhutan erobern. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Bhutan nicht das große Problem darstellt nachher. Dann holen wir uns halt Tibet. Tibet ist aber natürlich auch wieder kritisch, weil wir dann sofort eine XXL-Front mit die Ruskis haben. Aber gut. Ja, die Leibpacht widerrufen sie natürlich immer in dem Fall, sobald du dann quasi voll... Ja, das Problem ist, wir brauchen so viel Zusatzausrüstung, da brauchen wir das ganze Zeug für. Scheiße. Keiner hat Chrom. Aluminium. Keiner, niemand, null, nicht, nie der Nada. Es gibt nirgends Aluminium für die Krabbe. Das ist ein Problem. Ich hoffe, ihr versteht das. Dass das ein großes Problem ist, wenn wir kein Aluminium haben. Mann. Man kann auch nirgends irgendwie Ressourcen exploiten oder so, habe ich auch nichts gefunden bis jetzt. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Okay, wir holen uns jetzt trotzdem mal die Hauptstadt oder versuchen es zumindest, ne, ohne euch. Ihr bleibt da. Von vier Seiten greifen wir an. Wetter, Nacht. Gut, Nacht, Malus ist okay. Gelände, Wetter, Flussüberquerung. Wie viele Mali wollt ihr haben? Das Spiel so, ja. Aber wir haben sehr viele Flugzeuge jetzt drin. Das wird hoffentlich dazu führen, dass wir dann doch früher oder später durchbrechen können. Es war übrigens Weihnachten gerade, 24. Dezember. So, die Provinz haben wir echt erobert. Mal weiter. Weil das ist unpassierbares Terrain. Nee, jetzt bitte nicht die Russen hier angreifen. Aber normalerweise können wir die jetzt hier nicht alle umbringen. Hier kommt keiner lang. Wenn die sich nicht bewegen und da jetzt nicht irgendjemand kommt und die rettet auf wundersame Weise, dann sind die hier tot. Ja. Die sind jetzt hier am Arsch, Tatsache. Was wird denn das? Hallo? Ah, okay, die sind eh schon am Arsch, sehe ich gerade. Hä, wann ist denn das passiert? Ah, die sind tot, ne? Also fürs Protokoll, wenn die tot sind, sind sie tot. Da gibt es keine Hoffnung mehr, keine Rettung. Da ist niemand, der sie nochmal eben schnell... Ah, okay, da kommt die Rettung, aber die hat versagt. Okay. Sehr gut. Ihr habt keinen Rückzugsweg. Und damit haben wir nur noch diese kleine Minifront abzudecken. Das ist sehr erfreulich.
Nein! Scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ja. Deswegen wurde die Offensive gestoppt. 81 Factories. Tibet, was hat Tibet denn so? Habe ich da Informationen drüber? 6 bis 8 Milfax. Bhutan auch so zwischen 4 bis 6. Das ist auch nicht schlecht. Offensive da unten. Oh, geil. Die Deutschen haben den Russen den Krieg erklärt. Ich liebe es. Jetzt ist echt endgültig alles im Chaos. Vor allem, damit ist Griechenland indirekt auch im Krieg mit denen. Also, sobald die gerufen werden, erfolgreich. Okay. Spannend. Alles äußerst spannend hier. Ich, das kann doch nicht sein. Warte mal kurz. Ich möchte, dass sie hier so eine Offensive macht. Mal gucken, warten einfach mal ein bisschen. Ich höre da irgendwas flattern. Sehen wir, was da flattert. Oh, ist das hübsch. Wir haben freie Milfax. Wir brauchen ohne Infanterieausrüstung steht ohne Ende. Was ist denn mit der ganzen. Ah, achso, okay. So, ihr geht dort oben mal mit hin. Oder auch nicht, weil da oben die. Das Einheitenlimit schon über, hier über, überdingst ist. So, jetzt ist die Frage, das Deutsche Reich oder Russland? Ich hoffe, dass Russland gewinnt tatsächlich. Aber schauen wir mal. Wenn das Deutsche Reich nämlich die Russen besiegt, dann... Ah, die Russen pushen schon rein, sehr gut. Hä? Demokratisch. Das macht null Sinn, dass die Briten jetzt Island auf einmal den Krieg erklärt haben. Oh Mann, ey. Ich verstehe es einfach nicht. Also, was wir jetzt hier machen ist, wir müssen einfach die Offensive so hart und gut wie möglich laufen lassen. Mit eben jener Luftunterstützung, weil über Dauer, über Zeit sollte man eigentlich vorbeikommen. Die haben eh keine Verteidigungsplattform. So, indische Panzer, jawohl. Aber schießt mal hier schön Schaden rein. Dafür kriegt ihr auch die ganze Zeit neue Flugzeuge mit rein. Kurz wieder alle zusammenlegen und dann nochmal halbieren. So, sehr schön. Wichtig ist eh nur, dass ihr diesen Bereich hier abdeckt. 83 Flieger. Und diese 83 Flieger können eben den Unterschied machen. Die Boys hier oben übrigens in der Reserve gewesen. Jetzt ist der Angriff wieder abgeblasen worden, aber wir setzen direkt wieder nach. Dorthin, dorthin, dorthin. Direkt weiter. Wir verlieren Organisation, aber wir haben mehr Truppen in der Reserve und können die aufgrund unserer menschlichen Fertigkeiten klug eingesetzt dazu nutzen, um Kathmandu dann früher oder später zu Fall zu bringen. Und ausrüstungstechnisch läuft es auch ganz gut, dadurch, dass wir unsere Vorräte immer weiter auffüllen, auch durch diese ganzen, naja, so viel haben wir auch wieder nicht, aber trotzdem. So, die 5 Infanteriedivisionen, die aktuell in der Schlacht drinne stecken. Den geht langsam hier Muffensausen. Okay, so, ihr auch direkt wieder mit hin. Ihr auch direkt wieder mit hin. Unnachgiebig, ohne Nachlass, ohne... Ja, genau, das meinte ich damit. Die ziehen sich... Ah, haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Truppen besiegt, bevor sie verstärkt werden konnten. Aus Polen wurde dann die Sowjetunion abgetreten. Okay, jetzt gibt es Border Gore. Oder auch nicht. Nepal hat kapitiert. Dankeschön. Dankeschön, meine geliebten Nepalesen. Dann kümmern wir uns jetzt um Bhutan. Kriegst sie rechtfertigen. 25 Tage auch hier wieder. So. Versuchen uns jetzt hier natürlich wieder zurückzuschlagen, aber das werden wir nicht zulassen. Und direkt unsere Ausrüstung wieder alle auf den neuesten Stand. Das geht eben auch dadurch, wenn dann ein neuer Monat ist oder so, oder dann die ganzen Lieferungen wieder vorgenommen wurden, dann ist natürlich wieder alles bestens.
Also Deutschland pusht. Hat auf alle Fälle ein paar Gebiete erobert, da die Russen pushen hier unten. Schauen wir mal, wo das hinführt. Auf alle Fälle könnte wir natürlich auch den Russen in den Rücken fallen. Einzige Problem ist, dass er diese XXL-Front mit Deutschland. Und die Deutschen sind leider sehr unangenehme Gegner. Vielleicht können wir einen Separatfrieden mit dem Reich schließen. Ich überlege. Denn eigentlich haben wir ja kein Problem mit der Achse. Aktuell nicht. Wir sind ja auch nationalistisch. Wir wurden gezwungen von der britischen Regierung. Vielleicht können wir ja einen Separatfrieden mit dem Deutschen Reich aushandeln. Da sollten wir aber unsere Diplomaten entsenden ins Deutsche Reich, oder? Beziehung verbessern, komm. Verbessern wir unsere Beziehung mit Deutschland. Wer weiß, vielleicht stimmt man dir einem weißen Frieden zu. Who knows, who knows. Ja, das Ding hier ist nutzlos. So, was sie hier links machen können. Ja, wobei hier ist das Problem, also ihr seht das auch, die greifen uns jetzt hier natürlich den ganzen Tag an. Und sind dabei, uns zurückzudrängen hier. Nicht so praktisch. So, wir haben 5%, das bleibt auch bei 5%. Wir machen Luftnahunterstützung mit rein. Dann ist nur die Frage, wir haben keinen Flughafen. Ich hasse mein Leben, echt. I hate my life. Wir sollten hier vielleicht die Infrastruktur ein bisschen ausbauen. So ein, zwei Stufen mal. Langfristig gesehen. Können wir echt totale Dings machen schon? Generalmobilmachung? Nee, wir haben keine Kriegsunterstützung. Also noch nicht genug Kriegsunterstützung. So, okay, das haben wir auf alle Fälle die Grundlage geschaffen. Da scheitert es aktuell leider noch an den Truppen vor Ort. Und Tibet wartet auch schon drauf, dass wir sie angreifen. Also ich glaube, ich muss mir gar keine Gedanken mehr um Deutschland machen, weil die Deutschen bekommen von den Russen auf die Schnauze. Macht ihr ruhig alle, wirklich, macht ihr ruhig alle. Mir ist es voll recht. Haut euch alle kaputt, macht euch alle fertig. Das Problem ist nur, wir werden hier bald zurückgedrängt. Wir können es hier nicht mehr ewig verteidigen. Unfortunately. Genau das wollte ich. So. Türkische Republik hat kapituliert. Das ist schlecht für die Russen. Da ist eine neue Front quasi. Die Polen haben noch jemanden als Verbündeten gerufen. Alles gut und schön. Aber die Russen sind halt enorm stark, wie wir auch sehen. Also von daher ist, glaube ich, jetzt aktuell, wie es läuft, alles richtig. Das Problem hier ist übrigens nicht, dass die uns die ganze Zeit angreifen. Das Problem hier ist einfach, dass wir keine Ausrüstung mehr haben, keine Versorgung. Weil wir hier in einer Provinz sind, die uns auch nicht gehört so richtig. Total dumm, dass sie es zu verteidigen. Wir machen das anders. Das gehört uns. Pass auf, nee, warte, stopp. Stopp, war falsch. Mal kurz alles löschen. Machen es so. Gehen uns dorthin zurück. Sollen sie diese eine Provinz haben? Die juckt mir nicht. Die ist mir egal. Bauen können wir hier eh nichts. Und in dem Gebiet, wo wir bauen, schicken wir unsere Truppen rein. Da können wir nämlich viel entspannter verteidigen. So, ihr seid alle da? Na, ja, war die falschen. Stopp. So, ihr geht dann los. Verbündete rufen Bräunlich. Ich habe keine Verbündeten. Frage ist, treten die jetzt jemanden bei oder nicht? Okay, das ist ein sehr kurzes Intermezzo gewesen. Und so wie es ausschaut, könnten wir die vielleicht sogar direkt komplett unterwerfen. Sieht mir so aus, oder? Ja, sehr schön. Bhutan hat kapituliert. Die Frage ist, rendern die auch instant? Oder nicht? Doch, ja. Perfekt. Dankeschön. Dann haben wir eine schöne große Front mit Tibet. Lhasa als Hauptstadt. Genau, die greifen uns jetzt hier an. Wir sind eh auf. Also, wir ziehen uns eh zurück eigentlich. Deswegen verstehe ich jetzt nicht ganz, warum die uns jetzt auf einmal hier angreifen. Das ist total unnötig.
Aber gut, die werden schon wissen, was wir machen. Konzentrierte Industrie, ganz toll. Langsam wird's. Langsam wird's, ganz langsam. Logistik-Company sollten wir auf alle Fälle auch ein bisschen fokussieren. Die würde ich dann auch gerne irgendwann mal bauen. Infanterieausrüstung 2, okay. Justifieren wir mal gegen Tibet, dauert auch nicht zu lange. Aber wenn das wirklich ein Spiel mit dem Feuer ist, weil halt, wie gesagt, dass unsere Front dann auch ein gutes Stück vergrößern wird. Das Problem ist, andere Ziele habe ich nicht, die ich nutzen könnte. Bangladesch und so, ich denen den Rücken falle, habe ich sofort die Alliierten komplett am Arsch. Und dann doch lieber gegen Russland mitkämpfen, glaube ich. Ja, und truppentechnisch, wir machen und machen. Apropos und machen und machen. Ah, scheiße. Ah, ne, hier breite Frontoffensive läuft. Das Gute ist, wenn wir dann hier diese Stufe haben, das ist richtig geil. 5% rekrutierbare Bevölkerung, Infanterie, Gefechtsbreite minus 0,4. Das ist eigentlich genau das, was ich gerne hätte. So, okay, Rückzugslinie war hier erfolgreich. Die kommen hier nicht durch. Das ist Flussüberquerung mit dabei. Da beißen sie sich die Zähne aus. Ich kann sogar, glaube ich, einen Großteil der Truppen dann hier abziehen. So, und ihr bleibt einfach hier. Das passt mir auch so. Da brauchen wir auch nichts machen. Genau, und die nächsten 8 Divisionen kommen auch nochmal in 10 Jahren. Und was wir auch machen können, nachher dann irgendwann mal natürlich Bhutan. Den können wir sogar jetzt schon koren. Ah so, das ist nur so ein kleines Popeland. Nepal wäre teuer. Ja, und die Russen, also hier ist wirklich sehr verlustreich die Geschichte. Was geht denn hier ab eigentlich? Ach, Griechenland ist jetzt auch ein Krieg. Ah, die Griechen sind jetzt auch im Krieg mit den Faschisten. Mit den Nationalisten. Also meine, die Griechen sind auch Faschisten. Egal, ihr wisst, was ich meine. Da haben sie sich ein bisschen selber verbaut und verhummelt. Und die Japaner pushen auch gegen Russland jetzt. Okay. Also das wird nochmal richtig spannend hier. Das ist ein riesen Dreikampf. Das ist fast die olympische Disziplin hier. Was? So schnell? Wie gesagt, hier sind wir eigentlich gut aufgestellt. Wir können euch die Hälfte von denen abziehen. Und die hier drüben mit hinschicken. Wobei mir das jetzt hier so aussieht, als ob die hier zu stark drinne stehen. Okay. Die 4 schicken wir dorthin. Die 4 schicken wir dorthin. Und dann einen neuen Kommandeur. Auch wenn ich ja leider nach wie vor die Boni nicht habe, die ich hier gerne hätte. So, wir haben Zeit bis 11. Juli 1942. Also noch 2 Monate immer. Die Hälfte der Boys. Achso, ich kann da gar nicht hin. Achso. Na dann. Erklären wir mal den Krieg. Mal schauen. Mal schauen. Let's see what's gonna happen. Okay. Die haben zwar sehr guten Verteidigungswert, aber das Überraschungsmoment ist mit uns. Und die Luftüberlegenheit auch. Jawohl, Luftüberlegenheit ebenfalls. Luftüberlegenheit. Überraschungseffekt. Dann doch die Überlegenheit der Stärke der Truppen. Eine Division. Gefechtsbreite 80, das heißt, 3 unserer Divisionen sind immer drinne gegen eine Division. Ich stehe auch direkt vor Lhasa. Weil das könnte jetzt hier ein bisschen schwieriger werden. Problem ist jetzt nur eben die Russlandfront, die wir jetzt hier haben. Aber die Russen haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Fronten gefühlt. 6, 7, 8, 9, 10 Fronten, 20 Fronten. Hoffen wir mal, dass es passt. So, geht ihr direkt weiter nach Lhasa? Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. In Gaku ist die neue Hauptstadt. Wir haben auf alle Fälle schon mal die Fabriken genommen. So, noch ein Jahr. Fabriken von Tibet sind schon mal zum Teil an uns gefallen. Glaube ich. Zumindest die von hier unten. Jetzt haben die ja da oben noch ein paar natürlich. Also ich bin. Doch, ich bin Mage, okay. Also die surrendern auch gleich. Sehr gut, die surrendern jetzt sogar, um genau zu sein. Dankeschön für die ganze Ausrüstung. So, alle Regionen erobern. Dankeschön. So, jetzt ist nur das Problem, ihr seht das auch schon, dass wir natürlich hier jetzt eine Riesenfront haben, die wir natürlich so gar nicht abdecken können. Okay. Nee, nee. No, no.
No, no, no. Leinern. So. Ihr. So. Und die Boys bleiben hier, wo sie sind. Und die Boys, weiß ich noch nicht. Die nutze ich einfach als Reserve oder so. Je nachdem, wo wir die brauchen, müssen wir halt gucken. So 91 Factories in der Zwischenzeit. Es wird langsam. Da muss die echt einiges an Ressourcen zur Verfügung gestellt, die Tibetaner. Was Ausrüstung angeht. Die hatten einiges noch auf Lager. Das habe ich doch gerne hier mitgenommen. So, natürlich klappt diese Offensive hier nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer die in Auftrag gegeben hat. Okay, hier könnte man zum Beispiel schon mal vorrücken, trotz allem, dass sie nicht direkt vor der Hauptstadt da stehen. Vor der ehemaligen tibetanischen Hauptstadt. Wer, was? Es hängt? Warum? Was ist passiert? Okay, nichts Großes scheinbar. Griechenland ist dem Untergang geweiht. Die Deutschen pushen auch eher wieder die Russen weg aktuell. Aber manpower-technisch tut sich da bei der Achse und Kommentar nicht mehr so viel. Die Russen haben bis jetzt erst 1 Million Verluste gemacht. Aber wir sehen halt auch nicht, wie viel die Russen gegen die Deutschen verloren haben. Das ist der deutsch-britische Krieg. Das wäre er. 2 Millionen Verluste bei der Sowjetunion. Japan hat französisch Indochina bekommen. Ich sag euch, hier geht's ab, ne? Hier geht's ab. Das ist unfassbar, echt. Aber Logistik 2. Ja, also wie gesagt, die muss ich irgendwann mit reinnehmen. Das haben wir auch schon erforscht. Die besseren Pioniere. Werde ich hier gerade zurückgepusht? Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube fast, ne? Und wir kommen nicht mal... Kommen nicht mal durch mit der eigenen Offensive. Können wir bitte das Ganze unterstützen schnell, dass wir zumindest das hier kurz wieder zurückerobern können. Ein bisschen peinlich, dass man nicht in der Lage ist, gegen eine Xinjiang-Armee zu gewinnen. Alter, jetzt verstärken die sich natürlich auch noch. Luftwaffe kann ich nicht nutzen, weil, na, ihr seht das selber. Die Reichweite ist mein Großvater. Nicht vorhanden. Okay, also. In dem Fall hier. Front verloren. Ich wollte doch nur die Front verlängern. Ich wollte nicht eine neue Front machen. Ich spiel mal fertig. Dann lass es sein, komm. Reiben wir uns nicht unnötig auf. Braucht man nicht. Okay, die machen Breakdance. Ja. Stellungskrieg, meine Damen und Herren. Der Stellungskrieg ist da. Die Russen pushen Japan zurück. Deutschland pusht die Russen zurück. Ich schau zu. Mehr kann ich jetzt gerade eh nicht machen. Schweden ist Kommentar beigetreten. Kann man aber machen. Das Spiel, ich weiß nicht, diese Runde, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Bug ist wieder. Aber jede demokratische Nation tritt kommentieren bei, was ich relativ lustig finde. Dürfte den Druck, ich meine, das Deutsche Reich kommt eh schon wieder nicht mehr weiter, weil die kurz vor Moskau stehen. Also das ist hier, ah doch, die pushen trotzdem weiter. Schweden macht jetzt auf alle Fälle erstmal Druck oben im Norden für die, ah, Kiew ist gefallen. Die haben auch 30, 40 Divisions, also es dürfte für die Deutschen nochmal unangenehm werden. Während wir halt hier, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, wir haben hier eigentlich nichts wirklich weiter zu tun. So, wir können jetzt hier einfach nur ein bisschen unsere Infrastruktur noch mit ausbauen. Und hoffen, dass wir da irgendwann mal in 10 Jahren was erreichen. Also, ich weiß nicht, was in dieser Kampagne los ist. Aber ich bin sehr begeistert. Es gab einen Bürgerkrieg. Erneut. Ich hatte wieder keinen Truppen, wirklich mit einem Schlag alle Truppen verloren. Jedenfalls, nach diesem Bürgerkrieg war es mir zu blöd. Ich habe ein bisschen Sachen gemacht.
Wir haben jetzt auf alle Fälle Indien ohne Einheiten, ohne Truppen. Die haben wir nicht mehr. Wir haben dafür allerdings im Gegenzug die Foki drinne. Gut, wir sind jetzt faschistisch, das musste ich leider mit reinnehmen. Wir haben Militäranführer kosten minus 50%, Startlevel neue Armeeanführer plus 1. Das ist quasi diesen Perk, den wir freigeschaltet haben über die nationalen Schwerpunkte. Den behalten wir, oder den haben wir jetzt mit drin, genauso Fürstenstaaten. Könnte India ist auch noch mit drin. Ich weiß nicht, also irgendwas ist hier mal kaputt gegangen. Jedenfalls haben wir es jetzt trotz allem wieder in einen gewissen Neutralzustand geschafft. Also wir machen das jetzt mal im Sinne von, nach dem Zweiten Bürgerkrieg hat Indien sich erstmal der Neutralität verschrieben, das Land ist verwüstet und zerstört und keine der äußeren Nationen hat Interesse daran, uns anzugreifen. Muss ja auch überlegen, die Sowjets sind im Krieg mit dem Deutschen Reich, das ist ja hier alles immer noch trotz allem, die Kriege sind ganz normal immer noch mit dabei. Was mit dem Manpower passiert ist, das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Ja, ansonsten muss ich nochmal gucken, wie es mit der Forschung jetzt dann ausschaut. Gut, das sind zu viele Forschungslots. Das kann ich nicht vorstellen, dass das richtig ist. Wir hatten 5, nicht 8. Ich werde nochmal gucken, dass ich das alles auf den Stand bekomme von vor diesen ominösen Sachen. Inklusive Spielabsturz, soll ich auch noch dazu sagen, Spiel ist auch noch abgestürzt. Und ich konnte den Save zwischenzeitlich nicht mehr laden. Die Kampagne mag mich nicht, aber wir machen weiter. Wir lassen uns deswegen nicht unterkriegen. Ich bringe das Ganze auf den Stand von vor dem Zeugs. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann, mach's gut. Tschüss.